Dorothee Holz in Frankfurt. Warum steigt der Aktienkurs von Wirecard trotz dieser Entwicklung heute kräftig an? Also die Aktie ist ganz klar inzwischen ein Objekt für Spekulanten geworden, die sich vielleicht noch Gewinne davon versprechen. Und auch wenn die Papiere heute zulegen, bleibt der Schaden für Groß- und Kleinanleger immens. Das ist nur ein ganz kleiner Stabilisierungsversuch. Sie haben es erwähnt, die Staatsanwaltschaft wirft Braun vor, die Bilanzsumme und den Umsatz aufgebläht zu haben. Das hatte große Konsequenzen, nämlich dadurch konnte sich Wirecard Vorteile am Kapitalmarkt und bei Kreditgebern verschaffen. Wirecard hat sich ja bisher immer als Opfer eines riesigen Betrugsfalls bezeichnet. Der Haftbefehl gegen Braun wirft jetzt aber ein anderes Licht darauf. Es kommen noch weitere Grausamkeiten ans Licht. Angeblich zweifelt das Unternehmen inzwischen sogar daran, ob das Geschäft mit Drittpartnern in Asien überhaupt existiert. Man mag es kaum glauben. Mit Wirecard erholt sich auf jeden Fall der gesamte Aktienmarkt. Der DAX steigt kräftig um 2,6% auf 12.583 Punkte. Das liegt an erfreulichen Konjunkturdaten aus Europa. Dorothee Holz war das von der Frankfurter Börse. Vielen Dank.